Yo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Und heute geht es um die Pick'em Predictions bzw. meine Pick'em Predictions für die Legend Stage. Aber davor möchte ich noch auf die vorigen Pick'ems eingehen. Und zwar Cloud9 ist zwar weiter, aber ist von einem 3-0 weit entfernt. Die waren jetzt mit einem 2-2 am Struggling, ob sie zweiter kommen oder rausfliegen. Aber hatten gestern sowie auch vorgestern spannende Spiele, muss ich sagen. Ich habe gegen Furia, da war die Hölle los. Fnatic war jetzt eigentlich so mal ein Fail-Pick, aber da war ich mir von Anfang an auch nicht sicher und ja, ist halt, hat nichts funktioniert. Energy ist ein klar weiter, ist eins von den Teams mit einem 3-0-Win. Das zweite Team wäre Renegades gewesen, was ebenfalls auch 3-0 weiter ist. Dann Nip, da ist mein Bauchgefühl aufgegangen, da das Team war, also von Nip hat man in letzter Zeit schon eher weniger gehört und sind halt bei den Majors jetzt auch nie so wirklich weit gekommen in letzter Zeit. Nur die Spieler haben halt genug Erfahrungen, haben auch schon genug Majors hinter sich, dass sie sich halt da auch wieder zusammengerafft haben und da auch noch gerade noch so die Kurve bekommen haben und hier weiter sind. Bei Vitality Gott sei Dank sind die weitergekommen, weil das ist ein Team, das enjoy ich bzw. ich feiere das Team wegen NBK. Ist mein Favorite Player und in jedem Team, wo du halt mitspielst, dort supporte ich halt auch das Team. Und overall haben die da auch krass gespielt. Ich meine, das erste Game, das hatten sie verloren gegen Thylo. Das war ja bitter, aber da auf Inferno war Thylo einfach ganz klar stärker unterwegs. Aber zu den, da möchte ich dann später noch genauer eingehen, zu den besseren Spiels. Thylo, wie gesagt, waren auf Inferno gegen Vitaly zwar besser am Beam, sage ich mal, aber als overall jetzt eher schlechter unterwegs sind, deswegen halt auch nicht weitergekommen. Sie haben ja viele Fehler gemacht. G2 ist auch weiter, da war ich mir auch nicht so sicher, ob die es schaffen werden. Haben es aber auch gestern geschafft, in alles entscheidenden Spiel gegen Fnatic. Also entweder wäre Fnatic weitergekommen oder G2. Also in dem Fall war es jetzt G2. Und Ants ist ebenfalls weiter. Und was ich über einen Pick, wo ich eigentlich stolz bin, ist, dass Greyhound rausgeflogen ist mit 0-3, also mit keinem einzigen Win. Viele haben ja Weissy Gaming gebettet, dass die halt mit 0-3 ausscheiden, aber die haben gestern auch ebenfalls das alles entscheidende Spiel gespielt. Und zwar war das gegen Ninja in Pyjamas. Also die wären fast jetzt sogar noch weitergekommen mit 3 Wins und 2 Loses. Und jo, overall habe ich jetzt 6 Picks richtig. Ich meine, es hätten 7 sein können, wenn Fnatic jetzt nicht gegen G2 gespielt hätte, aber somit war das halt dann auch ein Safe Game und so. Ich habe halt die 5 richtigen, was ich brauche, und der Rest ist mir eigentlich egal, weil, ich sag mal so, die Wahrscheinlichkeit, dass man alles richtig bettet, die, da braucht man schon mehr Glück als Skill, weil ohne zu wissen, wer, also welches Team, welche Maps gegeneinander spielt, ist das halt unmöglich, meiner Meinung nach. Aber okay, gut, jetzt kommen wir zu den nächsten Picks. Ich war da jetzt auch wieder länger am Struggeln, beziehungsweise ich hatte eigentlich schon die Teams richtig gebettet, weil ich wusste ja schon circa, welche Teams werden hier weiterkommen, welche Teams könnten es sein, und habe mir halt schon vor einer Woche circa überlegt, was wird hier so weiterkommen. Nur ich bin halt mit nie so ins Reine gekommen, mir fehlte sozusagen einen Platz. Ich hatte da ein Team, da wusste ich halt nie so genau. Aber egal. Ich sage jetzt mal so. Wir beginnen mit Energy. Ist für mich ein Team, das was weiterkommen kann. Die haben es tatsächlich jetzt auch bewiesen mit einem 3-0. Also 3 Wins, die sind mehr oder weniger jetzt noch ungeschlagen beim Major dabei. Renegades ist da ebenfalls ein Team, das was ja jetzt 3-0 führt, mehr oder weniger jetzt auch ungeschlagen ist, nicht nur mehr oder weniger. Aber jetzt lasse ich Renegades jetzt mal außen vor. Wir haben hier Vitality. Vitality ist ein Team, das was ich schon sage, dass die weiterkommen. Aber ich platziere sie jetzt mal am Schluss, weil das für mich das nicht das schlechteste Team ist, aber ich sehe da halt, dass das Team die schlechtesten Chancen hat, hier weiterzukommen unter meinen Bets.
Da werde ich dann auch später noch genauer drauf eingehen, nur ich möchte das hier jetzt mal, Avenger glaube ich jetzt nicht, dass die weiterkommen. Ants kann ich mir jetzt, ja, Ants hat ja gezeigt, dass sie definitiv das Potenzial haben, sie sind weitergekommen mit 3 Wins, haben nur ein Game verloren. Avenger ist ebenfalls ein Team, was auch mit 3 Wins weitergekommen ist und mit einer Niederlage. Aber ich glaube eher, dass denen da noch mehr oder weniger die einfach die Erfahrung fehlt im Vergleich jetzt zu den großen Teams. Und Ants ist ja doch ein Team, was da in den größeren Majors doch schon öfters vertreten war. Sie sind zwar halt auch nie wirklich weit gekommen, aber sie, für denen ist das halt nichts Neues hier, sage ich mal. Dann NiP glaube ich jetzt nicht, dass sie weiterkommen. Sie hatten da wirklich Probleme, dass sie halt jetzt bis hierhin gekommen sind. G2 glaube ich da jetzt ja auch nicht. Cloud9 hat ebenfalls Struggle, aber sie haben auch bewiesen, dass sie, wenn sie sich zusammen raufen bzw. wie sich bemühen, haben sie das Potenzial, dass sie weiterkommen. Ich lasse jetzt auch mal außen vor, Astralis ist für mich somit eines der stärksten Teams und für mich auch ein 3-0 Pick würdig. Dann zu Big. Big ist ja auch ein Team, was ich sehr enjoy, somit sage ich mal, die sind weiter. Sind auch ja auch krass, also ist ja nicht so, dass ich jetzt einfach sage, okay, ich bin Big Fan, go for Big. Sondern die sind ja, haben sich ja nicht ohne Grund für die Legends of Stage qualifiziert. Big ist für mich wirklich ein Team, was gut zusammenspielt, was gut koordiniert ist und was auch Fokus hat. Man sagt ja immer, beziehungsweise außerhalb, also auf der Welt, dass die Deutschen sind hier sehr konzentriert, beziehungsweise sie sind unsympathisch, weil die einfach so einen Faible auf Genauigkeit haben. Und das ist halt dieser Faible, wo ich sage, was einfach Team Big ausmacht. Und das ist ein Team für mich, das hat einfach Fokus, das weiß ich und das sehe ich auch beim Spiel. Und somit ist es für mich auch ein Team, was auch Potenzial hat, dass sie hier weiterkommen. Dann FaZe Clan ist ja ebenfalls ein großes und starkes Team. Die haben auch die Chance, dass sie weiterkommen. Dann Hellraisers glaube ich eher nicht, dass sie weiterkommen. Da sind generell auch schon schwach unterwegs in den letzten Jahren. Beziehungsweise die waren halt auch nie wirklich so ein krasses Team, dass die wirklich jetzt Movie Frags machen und da die Gegner hunten. Sie sind halt immer wieder das Team, was recht früh ausscheidet. Dann Team Liquid war halt in letzter Zeit auch nicht so stark vertreten. Aber seit dem neuen Kader, beziehungsweise seit dem Taco zu Team Liquid gewechselt ist, ist da ein ganz anderer Flow in dem Team. Die spielen auch wirklich zusammen, also besser zusammen. Und sie sind momentan, glaube ich, sogar Weltrangliste Platz 2. Team Liquid. Nur, also man könnte dadurch ja sagen, dass sie Weltrangliste Platz 2 sind, dass sie halt für einen 3-0 Pick zu haben wären. Was ich aber nicht glaube, weil klar, sie spielen gut, so wie sie jetzt sind, das Team, sie harmonieren, die 5 Boys, aber das sind halt jetzt nicht so diese krassen Drücker, was man halt so manche kennt, wie Cold Sera oder Simple oder gibt ja noch viele andere, und da hast du halt ja mehr so die Support-Player dabei. Taco war ja früher bei Luminosity Gaming sowie auch bei, na wie heißt das zweite Team, ah, mir fällt gerade absolut der Name nicht ein. Das Ding ist, die haben ja schon das dritte Team, beziehungsweise den dritten Namen, das war jetzt das Luminosity Gaming, dann warte, ich guck jetzt nach, das Turniere. Wo London, da haben sie auch schon als Mibra gespielt. Genau, SK Gaming. Jetzt fällt es mir wieder ein. Ich meine, ich bin mir da nicht so genau sicher, warum sie da immer wieder ihre Namen ändern, beziehungsweise da unter einem Anführungszeichen neuen Team an die Turnieren antreten. Weil sie waren ja damals als Luminosity Gaming ja Newcomer und haben dann auch das. Oh mein Gott, sind die ganzen Pixel wieder weg. Okay. Und waren ja damals als Newcomer, haben sie gleich das erste große Major gewonnen. Das finde ich, war auch schon eine starke Leistung.
Und dann haben sie sich ja geändert, beziehungsweise den Namen des Teams geändert. Dann gab es ja, waren sie ja nicht mehr Luminosity Gaming, sondern SK Gaming. Haben darauf das folgende Major, glaube ich, auch gewonnen. Bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Und das ist für mich schon eine krasse Leistung, finde ich. Aber ich verstehe halt auch nicht, warum die da jetzt immer wieder den Namen nennen. Jetzt haben sie dann Taco rausgeworfen und sind dann unter, und glaube ich noch wen, ich weiß es nicht, wer der zweite war. Und haben dann zum Beispiel Studio K und Tarek und sind dann mit dieser Smira am Start. Was ich, ja, kann ich zwar nicht ganz enjoyen, war ein Hurensohn-Move meiner Meinung nach. Aber wie gesagt, sie haben das Potenzial, es sind starke Spieler. Und ich hoffe, dass es dann nicht so läuft wie vorhin bei Fnatic. Ich meine, bei Ninja und Pyjama hat es ja funktioniert. Das waren, wie gesagt, krasse Spieler. Die haben schon einiges an Majors gesehen, die haben Potenzial, die wissen, wie sie einfach umgehen können. Und das sind vor allem auch Spieler, die können mit dem Druck umgehen. Weil wenn da wirklich dann mal eine Million Leute zugucken, kann ja auch nicht jedes Team mit dem Druck umgehen. Aber wir waren ja eigentlich bei Team Liquid. Genau. Ich weiß es nicht, ob ich zu Team Liquid noch was, ob ich da eigentlich fertig war oder ob ich da noch was vergessen habe zu erwähnen. So, jetzt weiß ich, warum ich da so ewig lang am Struggeln war, welche Teams ich da hier picken soll, weil jetzt geht es sich wieder um diesen einen Platz nicht aus. Für den 0-3 würde ich sagen, also gibt es für mich sozusagen jetzt so zwei Teams zur Auswahl. Und zwar wäre das einmal Hellraiser und Complexity Gaming. Ja, das ist eher mehr, sage ich mal, eine 50-50 Chance. Und da würde ich halt Complexity Gaming doch wählen. Weil das dann von den zwei Teams dann doch das eine Team ist, was immer früher, also was am frühesten ausgeschieden ist aus diesen Turnieren. Geh mal davon aus, dass es Complexity Gaming sein wird. Und ja, jetzt haben wir hier noch Navi. Navi ist für mich ein Team, das was definitiv Chancen hat, hier aufzuräumen. Nur habe ich halt hier jetzt auch keinen Platz mehr. Ich meine, am klügsten wäre es, Navi statt Vitality zu nehmen. Wobei, das kann ich nicht machen, wie gesagt, ich bin Vitality-Fan. Und da würde ich dann doch Ants rausnehmen. Und stattdessen Navi rein. Ich glaube, das wäre so mit Abstand das Klügste, was ich machen könnte. Weil Ants ist, ja, wie gesagt, ein krasses Team. Sind zwar jetzt nicht die Ultra-Drücker. Deswegen ist es für mich jetzt auch ein Team, was ich jetzt, wo ich die großen Teams bevorzuge, statt Ants. Und ja, Vitality kann ich nicht rausnehmen, wie gesagt. Das ist halt mein Favorite Team momentan mit Big. Also Vitality und Big sind so die zwei Teams, was ich hier am meisten supporte. Und jo, das war's dann. Manche Picks sind hier, wie gesagt, etwas, da bin ich mir unsicher. Mein statt Complexity könnte man Hellraisers nehmen, aber da glaube ich dann doch eher, dass Complexity hier die schlechteren Karten hat. Astralis mit dem 3-0 Win ist definitiv ein guter Bet, aber ob es der richtige Bet sein wird, man weiß es nicht, weil wie in der Vorrunde waren ja Energy, war fast voraussehbar, da wollte ich eigentlich sogar Energy als 3-0 Bet nehmen. Aber dann haben viele meiner Kollegen einfach gesagt, ja, nee, lass mal lieber auf Nummer safe gehen, lass mal lieber Cloud9 reinhauen. Und ich so, ja, okay, hast vielleicht recht. Und dann, ja, fick dich halt. So, Astralis für den 3-0-Win ist definitiv ein guter Pick. Energy, dass die weiterkommen, so wie die momentan spielen und haben sie auch bewiesen mit ihren 3-0-Win. Dass sie das Potenzial haben, hier auch wieder weiterzukommen. Könnte vielleicht jetzt knapp werden für Energy, aber sie haben dennoch gute Karten. Vitality, die müssen weiterkommen. Ich believe in die Boys, Navi, starkes Team. Das sollte ein Safe-Pick sein. Big ist auch, wie gesagt, ein starkes Team und die müssen ebenfalls weiterkommen. Da gibt es kein Verlieren, also. Jungs, go big or go home. Dann, Basecamp ist ja genauso wie im Übrigen, sollte Safe Picks sein, sind ebenfalls krasse Teams und für meiner Meinung nach eines der, also gehören die zu den weltbesten Teams momentan. Team Liquid ist ja
laut der aktuellen Statistik Weltrangliste Platz 2, weil die ja das Albay Power Tournament letztes Monat, glaube ich, gewonnen haben. Das ist halt jetzt ein kleineres Tournament, was jetzt nicht so groß ausgestrahlt wird, aber dennoch auch ein wichtiges, beziehungsweise ich bin mir nicht sicher, ob die da gewonnen haben, aber ich glaube, oder sind sie nur Zweiter geworden? Ich glaube nämlich, dass sie im Finale sogar gegen Astralis gespielt haben und ich bin mir jetzt nicht sicher, wer da gewonnen hat. Aber laut der Statistik sind sie momentan das zweitbeste Team und sie spielen zusammen gut, aber es sind halt jetzt auch nicht so die krassen Spieler. Könnte man vielleicht sagen, ja, man kann Cloud9 oder Nippon Pyjamas statt Team Liquid machen, weil es einfach zwei Teams sind, die was definitiv mehr Jahre an Erfahrung haben und mit dem Ganzen auch viel besser umgehen können, aber ja, ich glaube, da hat Team Liquid dann dennoch die Nase vorne. So, ich lasse mal die Picks so und ich werde sie jetzt auch so lassen. Ihr könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, eure Bets, was glaubt ihr, wer weiterkommt und was glaubt ihr, wer hier mit dem mit drei Loses ausscheiden wird, würde mich interessieren. Können wir mal diskutieren. Und dann würde mich auch interessieren, warum glaubt ihr, dass diese Teams weiterkommen, beziehungsweise dass eine Team mit drei Loses ausscheiden wird. Und dann, ja, war es dann eigentlich auch schon wieder mit dem Video. Ich sag nur, falls sich hier jetzt jemand nach meinen Picks richtet und dann gehen sie nicht auf, kann ich nichts dafür, wie gesagt. Ich weiß es ja auch nicht zu 100%, weil man weiß ja nicht, welche Teams spielen gegeneinander, welche Maps werden gespielt und so weiter. Ja, also es ist... Aber es sollte hinhauen, also fünf Tipps sollte man hinkriegen, ja. So Jungs, dann habe ich mir hier noch auf 99 Damage Liga die Tabelle rausgesucht. Und da kann man hier dann auch mal nachschauen. Ich werde es euch in der Beschreibung verlinken, falls sich das jemand noch genauer anschauen möchte. Aber ich will hier jetzt nur auf ein paar Spieler eingehen. Wie gesagt, man sieht hier halt Renegades, Energy sind hier mit 3 Siegen und 0 Niederlagen weiter. Man sieht hier halt auch die Scores, gegen die sie gespielt haben. Und die Maps halt bei den Best of Ones, bei den Best of Threes sieht man halt jetzt nicht, welche Map da gespielt wurde. Und Team Vitality, das war für mich die krasseste Runde, weil da, oder mehr oder weniger das spannendste Spiel, finde ich. Weil, wie gesagt, ich bin ja Team Vitality Fan. Und nach der Niederlage auf, also gegen Tylo auf Entfernung mit 16-8 ist ja ein bisschen, das tat schon weh im Herzen. Dann stand Vitality da, hatte noch keinen Win, eine Niederlage und dann das Game gegen Greyhound Gaming, wo ich mir dachte, okay, da war ja das auf Nuke, erste Halbzeit stand es 13-2 für Greyhound Gaming. Und ich wusste ja, wenn Greyhound Gaming das Spiel jetzt gewinnt, dann geht erstens mein 0-3-Bet in den Arsch. Und Team Vitality hätte dann auch schon 2 Niederlagen und die Chancen, dass sie dann weiterkommen, wären ziemlich schlecht. Und da muss ich sagen, da sind die Jungs von Vitality einfach wirklich cool geblieben und haben dann von 13-2 noch ein Comeback gestartet. Und dann haben sie das Game in der Overtime 19-17 geholt. Von 13-2 einfach so aus dem Nichts ein Comeback war wirklich... krasses Game und ein richtig spannendes Game, da habe ich so mitgefiebert. Darauf dann gegen Vega Squadron 16-1 ziemlich eindeutig und im Best of 3 haben sie dann gegen Vicy noch 2 Maps geholt. Dann was war noch ziemlich krass? Ja, wie gesagt, wenn das noch interessiert, der kann sich das sehr genauer anschauen, ich verlinke es ja in der Beschreibung. Nur was ich noch ziemlich krass, was ein ziemlich krasses Game war, war Furia gegen Cloud9. Das war auch ein ziemlich schlimmes Best of 3. Vor allem, ich weiß jetzt nicht, welches Team zuerst gewonnen hat. Ich glaube, Cloud9 hat die erste Map 16-1 gewonnen. Die zweite Map, oder vielleicht kann man es ja eh auch nachschauen. Nee, Furia hat die erste Map gewonnen mit 16-1. Danach die zweite Map mit Inferno hat Cloud9 16-1 gewonnen. Und dann auf der dritten Map Cage, da war dann wirklich ziemlich ausgeglichen. Es ging da Runde für Runde, einmal hier, einmal dort. Das war, wow, also richtig spannendes Game. Ich hoffe, dass die folgenden Games dann auch so spannend werden.
und wünsche euch dann eigentlich auch nur noch, dass eure Picks aufgehen und viel Spaß bei den noch kommenden Spielen auf dem Major. So Jungs, und dann war es dann auch schon wieder mit dem Video. Über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen, hilft mir auch sehr viel weiter und ja, wie gesagt, auch ein riesen Support für mich. Könnt ihr mir noch in die Kommentare schreiben, was glaubt ihr, welche Teams kommen weiter und warum kommen diese Teams weiter. Und dann sehen wir uns voraussichtlich, ich weiß nicht, wann ich das nächste Video hochladen werde, aber spätestens dann für die Pick'ems, für die K.O.-Phase werden wir uns dann sehen, weil es ist ja dieses Mal auch wieder anders. Normales musste man ja, beziehungsweise ich glaube, ich weiß es ehrlich gesagt jetzt nicht, ob die das dann wieder einzeln, also nicht wieder, ob sie das dann einzeln machen, dass man sagt, okay, erster Spieltag, tak, 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 oder ob man hier dann gleich volles Rohr durchbetten muss, so wie sonst immer war bei einem Major. Ich meine, wäre für mich jetzt auch nicht so das Problem, weil beim letzten Major habe ich hier alles richtig. Und das kommt halt dann auch wieder darauf an, welche Teams wir da gegeneinander, dann kann man das schon ziemlich vorpredikten. Aber wie gesagt, es wird halt noch ein spannendes Major. Dann sage ich auch nur noch ciao und bis zum nächsten Mal, euer Alex.